Ja, das ist der nächste US-Amerikaner, der am Start ist. Max Aaron. In diesem Jahr Zweiter bei den US-Titelkämpfen, mithin eben qualifiziert. Die US-Amerikaner haben aufgrund der Resultate des vergangenen Jahres 3 Startplätze. Grant Hochstein ist der 3. Starter. Lässig angezogen, Max Aaron. Mit einem Libretto aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini, das berühmteste sicherlich. Für Basaglio die Hand zur Unterstützung der Landung genommen, aber auf jeden Fall auf rückwärts gelandet. Ja, Sie sehen, 9 Punkte hat er bekommen. Fehlerfreier, vierfacher Salchow hätte mit den GOEs vermutlich so 12 Punkte gegeben. Aber selbst ein perfekter Dreifacher bringt nicht mehr als 7 Punkte. Also das lohnt sich schon, das Risiko. Ja, Max Aaron, wenn er denn dabei war, hat er die USA immer ordentlich vertreten. Er ist nicht Hendrik, er ist nicht der Siegläufer-Typ. Ja, weil auch ihm immer wieder Fehler passieren. Ja. Er hat schon die Grundvoraussetzungen, dann saubere Technik. Der Vierfacher Salchow ist relativ stabil, aber da gibt es eben noch, sagen wir mal, 3, 4, die einfach noch mehr drauf haben und deshalb eben beständig vorne dabei sind. Wenn die US-Amerikaner ihre 3 Startplätze behalten wollen für nächstes Jahr in Helsinki, dort ist die nächste Weltmeisterschaft, dann müssen 2 unter den besten 8 sein, oder? Ja, also genauer gesagt dürfen die Platzierungen nicht mehr als 13 sein. Also 7 und 8 würde nicht reichen. 7 und 8 nicht. Nein. Aber ja, sagen wir mal, alles andere, aber das wird schwer sicherlich, ja, denn das wird schwer. Adam Rippon springt keinen Vierfachen sicher, wird ihn vermutlich in der Kür auch nicht zeigen. Er schon, Grant Hochstein, glaube ich, hat nicht das Zeug dazu, in die Region vorzudringen. Also wäre sicherlich glücklich, wenn sie den 3. Startplatz verteidigen können. Deshalb war es für diese Weltmeisterschaft in Boston schon mal sehr gut, dass das im vergangenen Jahr in
seit Tama so gut funktioniert hat, mit 3 Startplätzen für die USA. Aber man hat schon auch den Unterschied gesehen zu Rippon und Aaron, mit wie viel Begeisterung Rippons Vortrag angenommen wurde, und was die Lautstärke des Beifalls betraf, da war es bei ihm ein bisschen weniger. Ja, ja. Er hat eben, er läuft gut, seine Programme sind gut, aber ihm fehlt vielleicht so ein bisschen das gewisse Etwas, was die Zuschauer begeistert, dass die Zuschauer mitreißt. Tom Zakrasik, den Trainer. Also ich persönlich, ich würde ihm jetzt zum Beispiel Nessun Dorma von Puccini nicht aufs Auge drücken. Ich würde ihm was Flotteres, was Frecheres verschreiben wollen. Als belebende Medizin sozusagen. Ich auch. Also ich hätte eher eine Samba oder irgend sowas genommen. Ja. His short program score 81.28. Ja, 81,28, da hat es schon mal mehr Punkte gegeben für Max Aaron.